So wollen junge Juristen in Zukunft arbeiten. Diesem Anspruch stellen sich Führungskräfte der Branche am Podium der Veranstaltungsreihe Kanzlei und Karriere im Palais Coburg. Wir sehen einen sehr starken Wandel weg von linearen Karrieren, auch von Schornsteinkarrieren, wie das dann in unserer Branche heißt, also irgendwo unten einsteigen, fest Gas geben und einheizen und dann hoffen, dass man oben irgendwann einmal rauskommt. Auf dem Weg dorthin verbrennen auch sehr viele, muss man auch dazu sagen. Das nennt man dann Burnout. Man sieht jetzt einfach einen sehr starken Trend, insbesondere bei jüngeren Menschen, dass sie eben einen flexibleren Umgang haben möchten, ja, zwischen dem insbesondere Privat- und Berufsleben. Also mir hat das sehr gut gefallen, dass vielleicht Zukunft so aussieht, dass man sich selber einteilen kann, wo man arbeitet, wie, vielleicht auch sogar wie lang man arbeitet. Spannend dabei, dieser Wunsch kommt nicht nur dem juristischen Nachwuchs entgegen. Auch die Wünsche der Klienten erfordern heute ganz andere Arbeitsbedingungen. Was wir sehr stark merken ist, dass die Zeiten sich dahingehend verändert haben, dass wir immer schneller reagieren müssen, immer komplexere Dinge in immer kürzerer Zeit erledigen müssen. Oft bedeutet das, von einer Minute auf die nächste Vollgas zu geben. Umso stärker muss danach aber auch wieder gebremst werden können. Natürlich auf Trab zu sein, wenn Stresssituationen da sind, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zu haben, wirklich abschalten zu können. In der Zukunft stelle ich mir vor, vielleicht eine Art Lounge, die innerhalb einer Anwaltskanzlei aufgebaut wird, so etwas in die Richtung mit der Möglichkeit einer Rekreation, sich einfach diese 15 Minuten hinzulegen, den Alltag zu vergessen, die Klienten zu vergessen und sich einmal wirklich zu entspannen, um dann wieder mit neuer Power starten zu können. Wenn der Arbeitgeber will, dass seine Arbeitnehmer effizient arbeiten wollen, ja, dann wird er wahrscheinlich diese 15 Minuten in Kauf nehmen. Also er will ja auch keinen Roboter sehen, der dann eingeht. Ja. Damit man sich dem Druck und der Informationsflut stellen kann, müsse man immer öfter den Kopf auslüften, so der Tenor der Studenten. Weil es den Arbeitstag auflockert, weil man nicht den ganzen Tag herumsitzen muss, was ja auch nicht für die Gesundheit, also was für die Gesundheit nicht sehr fördernd ist. Ein bisschen Bewegung dazwischen machen, weil es dann einfach nachher gleich viel besser geht. Und das erfordert geänderte Rahmenbedingungen seitens des Arbeitgebers. Man muss organisatorische und technische Voraussetzungen schaffen, die zum Beispiel heißen, dass Arbeit teilweise auch unabhängig vom Arbeitsort erbracht werden kann. Man braucht aber auch ein geändertes Führungsbild, ein geändertes Führungsverständnis, dass es eben auch okay ist, von überall zu arbeiten, dass man Präsenzzeiten nicht mehr als maßgebliches Kriterium heranzieht. Also nicht Mitarbeiter danach beurteilt, ob sie jeden Tag in der Früh um 8 Uhr aufkreuzen und möglichst bis um 21 Uhr im Büro bleiben. Ich glaube, es ist besser, wenn man nach Ergebnis geht, als nach Stunden. Es ist ja eigentlich egal, wie lange man dafür braucht, natürlich ein bestimmtes Zeitlimit, aber ich glaube, umso mehr Druck dahinter ist, umso weniger kann man vielleicht leisten. In all den Projekten, in denen wir bisher tätig waren, gab es immer die Befürchtung Führungskräften, wenn solche Arbeitsformen ermöglicht werden, dass die Mitarbeiter das tendenziell ausnutzen, um mehr Freizeit zu haben und weniger zu arbeiten. In keinem einzigen Projekt, das wir gemacht haben, hat sich das tatsächlich so herausgestellt. Sogar im Gegenteil, dass Mitarbeiter dann mehr arbeiten, einfach weil es auch eine begeisterndere Arbeitsumgebung ist, weil man darin leidenschaftlicher arbeitet, mehr Freude an der Arbeit hat und daher auch weniger auf die Uhrzeit schaut. Die ersten Ergebnisse sieht man bereits heute. Was sehr wichtig ist, wenn man so einen sieht, ist, wie sich das auf das Teamwork auswirkt. Insbesondere wenn man sich unsere jungen Mitarbeiter ansieht, in welcher Art und Weise die zusammenarbeiten, was für einen lockeren Umgangston sie haben. Aber das merkt man natürlich auch im Arbeitsergebnis, ja, weil durch den Austausch von Informationen untereinander natürlich auch eben bessere Ideen geboren werden, Probleme besser, innovativer gelöst werden. Und wird auch dazu führen, dass mehr Kreativität entsteht, dass mehr Freude an der Arbeit entsteht und dass man eben auch Familienleben und Berufsleben auch besser in Einklang bringen kann. Ich wünsche mir Kinder, ich wünsche mir eine Familie. Ich möchte aber trotzdem Karriere machen. Also es wäre super, wenn man da ein Gleichgewicht finden würde. Und das ist etwas, was, wo es insbesondere auch die ältere Generation ist, für sie wichtig ist, das nicht nur als einen Angriff auf die Art und Weise zu sehen, wie sie selbst gearbeitet haben, sondern vielleicht auch mal als eine Möglichkeit zu sehen, sich selbst zu überlegen, wäre das nicht auch für mich ein Modell, das mir auch entsprechend Spaß machen würde. Eines aber wird wohl noch länger im Leben eines Juristen vorhanden sein. Oh ja, Kaffee, ganz wichtig. Kaffee, sehr viel Kaffee.